Brauch der Welt. Juhu. Bittere Beeren haben wir. Und was nun? Bitterstoffe extrahieren. Extra was? Verstehe ich nicht. Das geht durch Erhitzen. Das verstehe ich. Wir brauchen ein Feuer. Ja, dann gehen wir wieder rüber zum Honig, oder? War der nicht heiß genug? Ich finde was, womit ich das aufsammeln kann. Pech brennt, aber es sprüht keine Funken. Jetzt das Moos? Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Ah, okay. Nur zum Löschen, aber nicht zum Aufheben. Okay. Dann müssen wir nochmal rüber. Also ich muss wirklich sagen, das Spiel gefällt mir sehr. Bisher sehr, sehr gut. Mal gucken, ob sich das dann noch ändert. Je nachdem, wie schwierig die Rätsel werden. Da hinten gibt es einen Glühtropfen von einer Biene. Soll ich die Beeren da drauflegen? Nein, die brennen nur an. Such lieber was Feuerfestes, worin du den Glühtropfen herbringen kannst. Gute Idee. Den Grabstein. Da ist jemand gestorben. Hier gefällt's mir nicht. Nee. Ob ich den Glühtropfen damit aufsammeln kann? Hey Sam, hilf mal. Grinst nicht so gehässig. Ich finde schon, was ich suche. Grinst nicht so gehässig. Ich finde schon, was ich suche. Nochmal probieren. Hui. Ein Knochen könnte helfen. Ein bisschen morsch. Naja, ich glaube, die Maske kann ich gar nicht mehr anklicken. Weil hier ist kein Punkt mehr. Nur noch die Teergrube hat den Punkt. Deswegen fallen die Masken halt weg, weißt du? Ansonsten hätte noch da oben der Beerenstrauch einen Punkt, wo ich mit interagieren kann. Ja, nee, die Masken, die sind schon aus dem Spiel raus. Ich bräuchte vielleicht irgendwas, sowas wie einen Hebel, ne? Also ein Zahn wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich muss irgendwie diesen Mund aufheben, vielleicht. Geh nicht zu nahe ran, Reenie. Nicht, dass du auch noch kleben bleibst. Was ist feuerfest? Metall zum Beispiel. Wobei man das nicht so pauschal sagen kann. Bei Temperaturen von 2000 Grad Celsius. Bei 2000? Mhm. Aber das World Trade Center hat doch nur bei 900 Grad gebrannt. Ein Knochen könnte helfen. Geht aber nicht. Kein bisschen morsch. Haben wir sonst irgendwie Metall? Nee, ne? Er hat doch hier irgendwie Metall. Aber er will auch nichts abgeben. Hehehe.
faule Eier? Und die brennen gut? Das ist das Methan. Ganz egal. Hauptsache es brennt. Grins nicht so gehässig. Ich finde schon, was ich suche. Ja, keine Ahnung. Da ist jemand gestorben. Hier gefällt's mir nicht. Kriegen wir aber auch nicht ab, ne? Also irgendwie... Sind da hinten noch irgendwas? Nee, ne? Wie gesagt, ich habe auch nicht mal irgendwie ein Inventar oder sowas. Ich würde ja den hier vorne vielleicht nochmal probieren, aber das geht anscheinend auch nicht. Tja. Was ist denn mit den Bären? Können wir mit denen noch irgendwas machen? Sam, hast du Hunger? Ach, den halte ich schon aus. Aber du musst doch bei Kräften bleiben. Hey, du kannst ja super gut werfen, kleine Lady. Stimmt. Nachschub für deinen Bauch. Hey, du kannst ja super gut werfen, kleine Lady. Stimmt. Nochmal probieren. Das würde auch ein Mädchen sagen. Oh, ich muss nochmal probieren. Ui. Oh, das muss ich nochmal probieren. Und Nessa dann schon so, ja, den Schokokuchen hast du jetzt schon 15 Mal probiert. Reicht das nicht langsam? Nochmal probieren. Süßes Spiel, aber wer um Himmels Willen hat München eine Rolle darin gegeben? Ich nicht. Hallo Nessa, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Vielen, vielen Dank für den Resub von 18 Monaten schon. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Aber das Mädchen ist echt süß. Aber so stelle ich mir ungefähr Minchen vor. Vielleicht nicht mit der Aussprache und mit dem Dialekt. Aber so von dem, was sie immer erzählt und sagt, ja, so stelle ich mir Minchen vor. Nee, da sind noch Krümel, die muss ich auch noch probieren. Auch nicht feuerfest. Pech brennt, aber es sprüht keine Funken. Das ist zum Löschen. Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Ich finde was, womit ich das aufsammeln kann. Ich frag mich, wie der Fisch aufs Trockene gekommen ist und wie er wohl innen aussieht. Ach, jetzt kann sie es auf immer anheben, oder was? Willst du mich verarschen? Da ist ja noch ein Monster im Monster. Eine richtige Monstroschka ist das. Huh? Das stinkt echt schlimm hier drin. Ah. Hallo, kann mir mal jemand helfen? Hallo, kann mir mal jemand helfen? Ich sehe dort viele Parallelen. Warum hältst du nicht den Mund auf? Ist auf jeden Fall ein super süßes Spiel, definitiv. Und scheint der zweite Teil zu sein von The Whispered Word, oder wie das heißt. Einmal dahin. Könnt ihr etwa laufen? Bestimmt macht ihr das, wenn ich gerade nicht hinschaue.
Schön brav A sagen. Dr. Rini schaut sich nur kurz um. Da kommt Pech dran. Brennt bestimmt wie eine Fackel. Minchen, 1:1. Wow. Oh oh. Ich habe nichts gemacht, Achievement. %. Das wollte ich nicht. Ich will nicht, dass der Wald brennt. Das wollte ich nicht. Damit fackel ich mich noch selber ab. Ha! Und da ist auch noch was drin. Ein Ritterhelm. Aus Metall. Für mich, nicht für den Ritter. Der hält sogar Feuerspeien in Drachenstand. Juhu, ich habe endlich was Feuerfestes gefunden. Oh, schon voll süß, das Spiel. I like it. Schau mal, ich habe hier was, womit wir ein Lagerfeuer anzünden können. Gut gemacht, Rini. Aber das Holz ist hier im Sumpf nicht trocken genug. Du musst etwas anderes finden, das du anbrennen kannst. Möglichst etwas, das nicht zu nah an mir dran ist. Das Gas? Explodieren kann der ganze Sumpf aber nicht, oder? Wie meinst du das? Na, wenn man das Gas anzündet. Ach, wird schon nicht. Nur gut, dass Noah nicht zuschaut. Bittere Beeren haben wir. Eine Feuerstelle auch. Und was nun? Ihre Bitterstoffe werden freigesetzt, indem man sie in Wasser erhitzt. Ich weiß Bescheid. Wasser. Wo ist denn hier Wasser? Mit dir kann man nicht reden. Du hast ja nicht mal Ohren. Du bist nur eine stumme Pflanze und scherst dich allein um dich selbst. Bin gleich soweit. Blumen sind die seltsamsten Wesen der Welt. Wie geht's deiner Hand? Ich weiß nicht. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, hat sie Horus festgehalten. Wasser, Wasser, Wasser. Wo finden wir im Sumpf Wasser? Beim Moos. Das fühlt sich so lustig an. Mimamu, wir melken eine Kuh. Strip, strap, strull, gleich ist der Eimer voll. Aber wir hatten doch schon das nasse Moos. Das muss reichen. Juhu, jetzt bin ich ein echter Koch. Oh, ich glaube, der Zaubertrank ist fertig. Schau mal, was ich habe. Super Kotzsaft. Super Kotzsaft. Na dann, Pflanze. Lass es dir schmecken. Das Zeug schmeckt schlimmer als Brokkoli. Pass auf. Ist der Saft bitter genug? Das ist schlimmer als Brokkoli. Oh, cool. Hm,
Das hast du gut gemacht, kleine Lady. Juhu! Oh, Horus, sieh nur. Er hat eine Botschaft von Janus bei sich. Wir müssen ihn fangen, schnell. Wir brauchen die Botschaft. Da steht drin, ob Janus das, was wir suchen, gefunden hat. Wie bei einer Schatzsuche? Toll! Guter Vogel. Schade. Schade. Hat nicht funktioniert. Vielleicht beim nächsten Mal. Spielen wir jetzt wieder mit Cedric? Wer ist der Junge eigentlich nochmal? Hab ich vergessen. Na, was ist los hier? Komm, mal weiter. Kyra, alles okay? Ja, ich wollte nur kurz verschnaufen. Ist schön hier. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Was glaubst du denn? Der Honigduft, das magische Licht, die Gravur in der Rinde? Ein Drogenumschlagplatz? Ein Treffpunkt für Verliebte, du Idiot. Er sagte zu einem, komm her, fühl dich frei, lass dich mit Weintrauben füttern und sei glücklich. Ah, ist schon eine Weile her, hm? Ein ganzes Leben. Was ist das? Klingt wie eine kranke Krähe. Nein, das ist unser Botenvogel, Horus. Auf den habe ich schon gewartet. Komm, Horus, komm zu mir. Na los, ich bin's, Kyra. Komm schon. Was ist los mit dir? Du kennst mich doch. Das wird das Problem sein. Was willst du damit sagen? Dumme Krähe! Das ist eine Krähe? Okay. Also da müssten doch eigentlich Reni und so, die müssen doch hier irgendwo in der Nähe sein, oder? Was? Mit dem Vogel kann ich wechseln jetzt, oder was? Aha. Bootsen mit Blüte einfach mal wegtreten. Oh Mann, ey. Mach eine Räuberleiter. Okay. Das wird nicht funktionieren, oder? Ich dachte, du wärst nur ungeschickt. Dabei bist du ein Schwächling. Oder du bist zu schwer. Was? Das ist die Rüstung. Ja klar, die Rüstung. Sicher doch. Wieso kletterst du nicht hoch? Hast du etwa Angst um die schöne Rinde? Quatsch. Siehst du? Na los, mach mit. Es bringt doch nichts, den Baum dafür zu bestrafen, dass die Zeiten sich geändert haben. Halt die Klappe und tritt einfach. Das findet die gar nicht geil, glaube ich. Was fällt euch ein? Lasst mich los!
Oh oh. Hey! Ah! Gott sei Dank ist sie weg. Komm raus, du Feigling. Ist ja geil. Ah, schön. Komm raus. Mensch, Spot, hättest du mal helfen können. Der hat Bodyguards. Eigentlich suche ich Rini. Dann kam die Botschaft und jetzt ist Kyra weg. Verdammter Mist. Eigentlich suche ich Rini. Okay. Honigbombelein. Ich wurze. Ich fasse hier gar nichts an. Dann macht das halt Spot. Los, Spot ab. Nicht! Verdammt, Spot, du Vielfraß! Lass das! Ich will die Bienen nicht noch mehr provozieren. Verrückt geworden? Ich fasse hier gar nichts an. Die Wurzel will er nie mitnehmen. Ich könnte Kyra bei den Bienen lassen und Rini auf eigene Faust suchen. Ich könnte mich aber auch verlaufen und Rini niemals finden. Ach, verdammt. Nee, auch nicht. Verdammt nochmal, Kyra! Okay. Kann da nichts dafür, du hast ja auch mitgetreten. Spot, du gehst zuerst. Und? Alles safe da unten? Kriegen wir schon hin. What the heck? Kyra! Kyra! Komm zu dir! Hallo! Verdammt, sie reagiert nicht! Eigentlich solltest du erstmal nur flach durchgehen. Okay, so geht's natürlich auch. Zirkusreif die Nummer. Was ist das? Ein Gelee-Spot. Bienenkönigin. So sehen Bienenköniginnen aus. Kokon. Kluft. Abgrund. Wieder noch. Tentakel. Wow, das scheint sie zu beruhigen. Na, dann gehe ich mal rüber, ne? Fantastisch. Oh oh. Oh, wow, da geht's runter. Wow. Hey, immer wenn ich die Kamera mache, kommt immer wieder irgendeine kleine Mini-Katzchen, ey. Mann, ey. Ich brauche ein Sicherheitsnetz oder sowas.
Oh Mann, Kyra! Meine Hochachtung, Eure Majestät! Vor allem, warum peitschen die eigentlich die ganze Zeit den Boden, hä? Wow, das erklärt einiges. Ich weiß, wohin diese Wurzel führt. Ja, das weiß ich auch. Ja. Ich bin der Held der Geschichte. Wird schon klappen. Aber oben ist die Wurzel noch fest. Die müssen wir erstmal durchtrennen oder so. Oje, oje, oje. Spotbrücke. Sogar unter der Erde hängen die Wurzeln für mich zu hoch. Okay, müssen wir jetzt mal wieder runter, wa? Das heißt, wir müssen hoch und oben die Wurzel wegmachen. Das heißt, ich muss nochmal durch. Ich hoffe nur, dass Spot jetzt hier bleibt auf der Seite. Okay. Bleibt er tatsächlich. Jetzt kann sie fallen. Jetzt kann sie fallen. Warte hier, okay? Bin gleich wieder da. Nicht, dass du irgendwie wegbounst. Wird schon nicht schief gehen, oder? Kann ich jetzt jederzeit wechseln oder was? Zwischen den Beeten mit dem Raben? Versteck dich doch, schnell! Oh je, was machen wir jetzt? Psst, auf jeden Fall nicht reden. Die Sucher haben gute Ohren. Okidoki. Da liegt dein Speer. Ich bin für den Speer. Wieso kamen nie Monster in Noah Silence Geschichten vor? Ich stell mir vor, das ist ein Märchen. Und ich bin die Drachentöterin. Eine Drachentöterin braucht einen Speer. Mädchen, hast du auch einen Speer zu Hause? Ich kann nicht. Das Monster würde mich sehen. Ich weiß schon, weil er mir keine Angst machen wollte. Aber ich hab gar keine Angst. Ich hab keine Angst vor dir. Ich hab keine Angst vor dir. Gut. Mist. Mist. Ich kann nicht. Das Monster würde mich sehen.
Okay, sieht so aus, als wenn wir hier noch nichts machen können. Irgendwas fehlt noch. Ach, vielleicht kriege ich so ein Item denn oder sowas, weißt du? Dass ich ein Item dem Vogel geben kann und der Vogel gibt dann mir das Item. Oh. Ist ja so die Idee, ne? Also, muss ja nicht so sein. Aber es wäre mal interessant zu wissen, ob das denn so ist. Aber die Ladezeiten sind schon echt hart, ey. Die Ladezeiten sind schon echt hart. Die ist mit dem Kokon verwachsen, ganz sicher. Mal sehen, ob ich richtig liege. Und? Cutscene? Video? Nix? Okay. Muss ich wahrscheinlich erstmal ins Loch. Schon genervt, der Typ. Hilf mir, Spot! Ach so. Wir haben es jetzt einfach nur tiefer gelegt. Alles klar. Ich dachte, wir haben das so getrennt, weißt du, dass der auch. Fantastisch. Ich zieh dich da raus. Na los! Hab dich! Hoppla! Ah. Kein Puls. Ich höre auch keinen Herzschlag. Herzdruck, Sascha. What? Komm schon. Erste-Hilfe-Kuss. Kurs. Wie ging das nochmal? 4-1, oder nicht? So? Spot, willst du mithelfen? Wie viel denn noch? Ich hatte immer noch nicht. Was ist denn los hier? In echt wäre die Zicke schon lange tot.
ja auch nicht, in welchen Rhythmus ich das hier machen soll. Soll ich 3-1 machen? 2-1? 4-1? Tu was! Was sind die Tentakel? Elektroschocks! Funktioniert immer. What? Weil der Stromkreis ge... ja, ihr wisst schon. Nicht unterbrochen, sondern das andere. Aber wir waren doch geerdet, oder? Also wenn das 100 Jahre her ist, ne, dann lebt doch keiner mehr von denen, oder? Ist doch der Opa tot und der Bruder auch? Gott sei Dank. Scheiße! Willst du mich umbringen? Ich hatte gehofft, dass es hier ein bisschen ruhiger ist, aber da lag ich wohl falsch. Du bist ein komischer Typ. Kann sein. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich ein Clown. Willkommen zurück. Alles klar bei dir? Ich glaube schon. Was hast du denn den Haaren? Was? Was meinst du? Du hast da eine schneeweiße Haarsträhne. Was? Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung. Naja, solange es nur eine Strähne ist. Wir sollten hier verschwinden, solange das Biest noch ruhig ist. Okay. Ich brauche immer noch was, um den Sucher abzulenken, Leute. Irgendwas. Kann ich Spot vielleicht mitschicken? Vielleicht kann man Spot immer rüber. Einmal zu René und... Wie heißt der Junge eigentlich? Der heißt ja nicht Cedric. Der... Oh je, die Bienen rappeln sich wieder auf. Oh nein. Hey, die Kapsel! Gib her! Du willst sie doch jetzt nicht lesen! Lass uns abhauen! Warte! Ich werf nur einen Blick drauf! Was? Genug gelesen? Dauert da so lange. Los! Lies schneller! Verdammt nochmal, ich will hier weg! Was soll das? Da steht ja gar nichts drauf! Hat die so lange gebraucht dafür? Jetzt geht's hier weiter, ja?
Also nichts mit Items hin und her schieben. Okay. Ich hab keine Angst vor dir. Mist! Ich kann nicht. Das Monster würde mich sehen. Ja, aber andere Möglichkeiten habe ich ja hier gerade gar nicht. Ich habe nur drei Punkte. Den Sucher, das Versteck und den Speer. Und das war's. Ach so, ich muss... Ah, okay. Ich hab keine Angst vor dir. Jetzt oder nie. Winnie, was machst du denn? Bist du verrückt? Hey, hey! Schau her zu mir! Ja, dich meine ich, du hässliches Vieh! Ja, da schaust du blöd, was? Ach nein, so siehst ich du ja immer keine aus. Angst vor dir. Blöd und bucklig. Und Beine hast du auch noch. Meine sind auch nicht gerade, das gebe ich zu. Aber das ist in Ordnung, weil ich sie nämlich nicht dafür gebrauche, arme Leute zu verfolgen und ihnen Angst einzujagen. Hast du eigentlich schon mal in den Spiegel geschaut? Nein? Komm schon, mal los. Du weißt nicht mal, was das ist? Ne? Guckt er hier rüber oder nicht? Ja, ist halt Mädchen ein bisschen jünger, ne? Stell dir einfach vor, das kleine Ding ist halt nur halb so alt wie Mädchen. Also 10. Blick. Das Feuerwerk. Ah! Was? Er bemerkt mich nicht, Sam. Er hat mich nicht gesehen. Und gehört hatte mich auch nicht. Egal, bring dich in Sicherheit. Letzte Chance. Ich zähle bis 3. 1, 5, 7. Drei. Drei. Du bist großartig, kleine Lady. Und du bist kugelrund. Juhu. Da stellt mir jetzt natürlich die Frage, können Sie jetzt nur das Mädchen nicht sehen und auch den Jungen oder nur das Mädchen nicht? Müssen wir mal gucken. Ich hab dich so vermisst. Und ich dich erst, kleiner Hüpfer. Oh, und da ist der Spot. Komm her zu uns. Was schreibt ihr? Was ist mit deinen Haaren passiert? Trägt man jetzt so? Was ist mit der Botschaft? Erstmal entschlüsseln. Janus hat sie mal wieder mit Zitronenschrift geschrieben. Nein, warte. Vielleicht diesmal mit Wachs. Und was machen wir jetzt? Wir müssen den Spiegel finden, um hier rauszukommen. Aber warum denn so schnell? Ist doch schön hier. Spot ist da und bestimmt treffen wir bald auch Sedgwick. Oh, ich liebe Sedgwick. Er sieht bestimmt genauso aus wie du, nur mit einer lustigen Mütze. Eigentlich kann er ja gar nicht kommen, weil er ist ja Cedric.
Pass auf, sobald du so eine Mütze findest, setze ich sie auf. In Ordnung? Oh ja, ich mag Silence. Ich wollte immer schon mal hierher. Aber du weißt, was Silence für eine Welt ist? Eine Traumwelt? Ein Übergang zwischen Leben und Tod. Auf welcher Seite wollen wir aufwachen? Wenn wir leben wollen, dann müssen wir den Spiegel zerschlagen und hier raus. Rini, egal was dir jemand anderes erzählt oder was auch immer passieren mag, das Wichtigste für uns ist, hier herauszukommen. Weißt du noch, wie Sedgwick das gemacht hat? Den Spiegel zerschlagen. Von was für einem Spiegel tuschelt ihr? Mal diese schweren Entscheidungen hier. Was glaubt ihr denn, von welchem ich rede? Na, von dem im Thronsaal. Zeichen jetzt angeklickt. Und nur da oben. Wie man zum Thronsaal kommt? Von hier aus nicht. Aber ich weiß, er liegt hoch oben. Man kommt da mit einer Lok hin, die auf Luftschienen fährt. Woher weißt du von dem Spiegel? Ich habe ihn kaputt gemacht das letzte Mal. Wie das? Weil ich der König von Silence bin. Genau! Los, Leute. Es stimmt. Hey, kommt schon. Hört auf mit dem Getuschel. Redet laut. Vergiss den Verrückten. Der kann uns nicht helfen. Ja, ich glaube, er ist derjenige, der Hilfe braucht. Dem König von Silence fehlen eindeutig ein paar Zacken in der Krone. Hey, aufhören. Mein Bruder ist nicht verrückt. Jedenfalls nicht so richtig. Hey, das ist unser letzter Signalschuss. Rini, leg die Pistole zurück. Ja, her damit. Lasst sie in Ruhe! Komm her, kleiner Hüpfer. Tut mir leid. Ich will nach Hause. Ich weiß. Hier gefällt's mir doch nicht. Alle streiten herum und kämpfen. Warum bist du nicht König, sondern diese gemeine Schwindlerin? Warum ist sie so böse? Und wieso hat sie die Sucher geschickt? Ich will heim. Ich verspreche dir, ich bring dich nach Hause zurück. Aber wie? Ich finde Janos und er bringt uns zum Thronsaal. Er kennt den Weg dahin. Janos kennt den Weg. Jetzt ruh dich ein bisschen aus. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Okay. Schlaf, kleiner Hüpfer. Und vergiss nie, was Papa immer zu uns gesagt hat. Wir sind... wie zwei Wolken im Wind. Und weht er uns auseinander? So treffen. Ich wünschte, Janus hätte den Weg aufgemalt und nicht beschrieben. Vertrau mir, ich liege bestimmt richtig mit meiner Deutung. Und wenn nicht? Das ist unsere einzige Chance. Ah, Mann. Hier ist schon wieder so viel Action in dem Spiel. Ich wünschte, Janus hätte den Weg aufgemalt. Ich weiß gar nicht, was ich angeklickt habe. Vertrau mir. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so schlimm. Dadurch verändern sich wahrscheinlich immer so geringfügig irgendwelche Cutscenes, nehme ich mal an. Aber große Auswirkungen hat das, glaube ich, nicht. Bergauf. Bergauf. Zurück zum Honigbaum. Aha. Was haben wir denn alles noch so? Also, wir haben das Feuer, ne? Kiste, die Babystatue, die ein ultra großes Bein hat. Oder wir können halt auch mit denen reden. Das knistert schön, was? Ich wünschte, Janus hätte den Weg. Ist da was zu essen drin?
Nicht mehr. Vertrau mir, ich liege bestimmt richtig mit meiner Deutung. Nicht mehr? Oh, schade. Merkwürdige Statuen. Stell dir einfach vor, das sind nette Babys. Nette Babys. Ich wünschte, Janus hätte... Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser reden? Rini schläft. Und schmeißt mal die Botschaft rüber. Nein, vergiss es. Lass sie ihn lesen, er wird sie sowieso nicht verstehen. Von mir aus? Hier, lesen musst du schon selber. Mann, was für ein Vertrauen, oder? Mich zu befreien, folgt mir vom Camp aus am Krater vorbei. Mit dem Herzschlag im Rücken, das Licht des Untergangs im Blick, erwarte ich euch dort, wo der Abgrund nicht tiefer sein könnte. P.S. Der heilige Gral ist unser. Mit so einer Beschreibung kann man nicht mal seinen eigenen Hintern finden. Du vielleicht nicht. Das Papier stinkt schlimmer als... Okay, egal. Ich finde raus, wo dieser Janus steckt. Muss René? Schon wieder weg. Wer ist Janus überhaupt? Unser wichtigster Mann. Was könnte der Herzschlag im Rücken bedeuten? Vielleicht, dass Janus was ins Kreuz gefahren ist. Nett. Das Licht des Untergangs, schön und gut. Aber wieso rückwärts zum Herzen? Damit meint er bestimmt, dass man sich umdrehen soll. Also rückwärts zum Sonnenuntergang. Dieser Abgrund könnte ja auch metaphorisch gemeint sein. So als innerer Abgrund. Vielleicht meint Janus ein Ort, an dem man sich an jemanden erinnert, den man geliebt hat. Vom Honigbaum kommen wir doch gerade. Wenn Janus dort gewesen wäre, dann hätten wir ihn doch gesehen. Dieser heilige Gral, was meint Janus damit? Keine Ahnung, vielleicht irgendwas Religiöses? Janus ist ein sehr gläubiger Mensch. Danke übrigens, dass du Rini heil hierher gebracht hast. Ich muss mich bei ihr bedanken. Ohne sie wäre ich entweder von der fleischfressenden Pflanze gefressen worden. Von einer fleischfressenden Pflanze? Oder von einem Sucher. Von einem Sucher? Die kleine Lady ist eine echte Kämpferin. Tatsächlich. Was ist nun? Lasst uns losgehen. Hoch oder runter? Die Statue. Da. Da müsst ihr lang. Da. Was würdet ihr denn sagen, Leute? Hoch oder runter? Also unten scheint so eine Art Fluss zu sein. Aber oben könnten wir vielleicht mit Vögeln oder irgendwie so weiterfliegen. Klasse. Ja, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, würde ich sagen, machen wir doch Coin, oder? Kopf ist hoch und Zahl ist runter. Mädchen, bist du mal so nett und machst mal Ausrufezeichen Coin. Kopf ist hoch, Zahl ist runter. Alles klar, wir machen Zahl und Zahl war runter. Let's go. Dankeschön übrigens. Da geht es ganz bestimmt nicht lang. Nein, da lang. Glaub mir, darauf. Ich kenne Janus besser. Wenn einer seine Botschaft deuten kann, dann ich. Hä? Hey, wir haben doch gerade runtergeklickt, oder? Warum will der jetzt hoch? Zum
wir jetzt unten oder nicht? Hey, die Burg kommt mir irgendwie bekannt vor. Mir nicht. Da fließt schon lange kein Wasser mehr durch. Ideales Versteck für Tiere. Sag ich doch. Was ist das denn? Ein Kettenhund. Ob Janus den da versteckt hat? Aber was soll er machen? Vielleicht wieder eine verschlüsselte Botschaft, die Körner versteht. Ich hab schon einen steinernen Kettenhund. Solange Rini schläft, werde ich unseren Rückweg organisieren. Okay. Ich bringe Rini lieber keine Kerne mit. Das letzte Mal ist sie fast daran erstickt. Hey! Du mich auch. Nichts. Na sowas. Rini würde da bestimmt reinkrabbeln. Ihr wäre es egal, ob da Spinnen drin sind oder anderes Ungeziefer. Kaum zu glauben, dass wir die gleichen Gene haben. Woher kenne ich diese Ruine bloß? Da muss ich durch. Unmöglich. Hey, die lässt sich schieben. Easy, ey. Easy weggeschoben. Nichts leichter als das. Oh, gut durchlüftet das Gemäuer. Hoffentlich wartet die Decke noch ein bisschen mit dem Einsturz. Horus, das Zeichen von Janus. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich brauche eine Leiter. Warte mal, ist er jetzt wirklich hochgegangen, obwohl wir runtergedrückt haben? Der Bolzen vom Fenster könnte auch eine Sprosse sein. Ist nicht dein Ernst. Soll ich Sprossen suchen? Die müsste mal wieder gegossen werden. Das hält den Kronleuchter oben. Ich sehe keinen. Der Bolzen hält die Lampe oben. Mir egal, ich brauche ihn als Sprosse. Oh je. Wow, eine Riesenblüte. Und voller Pollen, auf die ich bestimmt allergisch reagiere.